großartig, finde ich das gerade. Meine Begeisterung sprüht schon richtig Funken. Ach du Scheiße, wo soll denn hier noch eine Batterie sein? Die liegt eigentlich normalerweise direkt vorm Aufzug. Was macht denn Chris? Ja, ja, ist ja gut, Chris. Scheiße. Verdammt, wo ist die Batterie? Die ist hoffentlich nicht irgendwo in den Maschinen. Nein. Die ist doch hoffentlich nicht irgendwo in den Ach du meine Güte, einmal angeknabbert und schon sind wir fertig. Scheiße. Scheiße. Entschuldigung fürs Fluchen. Oh Mist. Ich guck mal in Chris' Zelle, ob wir da jetzt rein können. Vielleicht liegt sie da. Das wäre jetzt eine Vermutung. Oh Mann, das ist nicht mein Ding jetzt. Verdammt. Jetzt hatte ich mich... Ah, das war ein großer Fehler. Ich hatte mich jetzt wirklich drauf verlassen, dass es jetzt läuft wie zum Ende halt. Aber da hatte ich mich geirrt anscheinend. Komm, lass hier die Batterie sein. Nichts Wichtiges liegt hier. Ja gut, das wäre auch ein bisschen unvorstellbar, wenn hier wirklich die Batterie liegen würde. Oh, ich vermute wirklich in den Maschinenräumen. Scheiße. Ich glaube in dem großen hinteren Raum oder in dem zweiten. Eieiei, weil in dem großen hinteren Maschinenraum, das ist der einzige Raum, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass es da wirklich ist. Oder in dem unteren Raum, wo wir gerade den Tyrant besiegt hatten. Wow, 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 der ist schnell, der ist ein bisschen zu schnell für uns. Oh, okay. Passt, passt, passt. Okay, wir fahren nochmal mit dem Fahrstuhl runter. Gucken, ob da, wo wir gerade den Tyrant besiegt hatten, die Batterie ist. Bitte lass die da sein, ich will nicht in diesen scheiß Maschinenraum. Weil die anderen Räume, bilde ich mir ein, habe ich alle durchsucht und recht gründlich. Da haben wir auch nichts gesehen. Und hier wäre es irgendwie noch logisch. Jetzt müsste Tyrant da sitzen und die Batterie festhalten und sagen, hoho. Okay, schauen wir mal. Liegt hier noch irgendwo eine Batterie für uns? Nein. Oh Mist. Okay. Das wird nochmal richtig dufte jetzt. Dann wird der Part jetzt hier als großes episches Finale, in dem ich nochmal schön faile, wird nochmal ein bisschen länger. Wir sind ja schon bei 20 Minuten jetzt gleich. Aber das spiele ich jetzt noch zu Ende, weil wenn ich jetzt noch einen neuen Part anfangen würde, ach, das lohnt sich ja nicht. Hör mal, Heilung, nehmen wir uns nur einmal Heilung aus dem Kistenraum mit. Also ich mobilisiere jetzt alles, was ich habe. Ah, wir haben noch erste Hilfe Spray, sehr gut. So. So, schnell speichern noch einmal. Scheiße. Gut, wir sind immer noch gut drauf. Also dieses Laggen ist wirklich etwas merkwürdig. Das passiert uns hoffentlich nicht, wenn wir jetzt... ist hier irgendwas? Nee, also es muss hier drinne sein. Komm schon. Die Batterie muss da sein, ansonsten bin ich echt am Arsch. Ja. Da ist sie.
Ja, Klappe hier. Was soll denn das? Nein! Nimm die Batterie, verdammt! Wieso nimmt sie nicht die Batterie? Come on! Nimm die... Was? Also, jetzt fühle ich mich verarscht. Irgendwie ist das in der Perspektive gerade ganz komisch. Oh, komm. Oh! Wesker! Ach Mist. Das ist ja jetzt auch sehr klug. Okay, ich kann die Batterie erst hier nehmen. Nachdem wir diese nette Nachricht hier schon 5-mal gelesen haben. Sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Okay. Wir nehmen die Batterie. Können wir hier irgendwas machen? Zum 8. Mal klicke ich es jetzt an. Super. Ja, wir haben es begriffen. Weg hier. Oh, der wollte uns gerade anspringen, habt ihr gesehen. Aber wir sind doch weg. Schnell und wendig weggesprungen. Na gut, wir können ja gar nicht springen, aber der ist fiekant. Obwohl, ich glaube, Jill kann bestimmt ganz hübsch springen, die ist bloß schüchtern. Hahaha, daneben. So, und jetzt haben wir es, Gott sei Dank. Aber wir haben Weskers Leiche gesehen, was ja auch nicht sein kann. Denn wir wissen, in den Folgeteilen taucht Wesker wieder auf. Sag mal, Jill, was kannst du eigentlich? So. Passt. Kriegen wir hin. Ho, 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 ho. Das ist doch mal ein packendes Finale hier. So. Jetzt haben wir es aber. Chris ist da. Yo. Ja, komm, winken wir uns noch 5 Stunden, bevor hier alles in die Luft fliegt. Ich nehme, ist mir jetzt egal. Einmal Heilung. Gut, jetzt können wir endlich das große packende Finale anbrechen lassen. Anlauf die zweite, nenne ich das jetzt mal. Batterie rein. Peng. Okay, 3 Minuten haben wir. Oh no, you must be kidding. After we've come all the way here. Ladies first. Go first, Jill. Na, hier ist er plötzlich ein Gentleman. Give me a chance to play nice guy. Oh. Okay, I leave it up to you. See you again at the heliport. Unser Chris möchte den netten Mr. Nice Guy spielen. Und wir fahren nach oben. Und ich mache nochmal einen Schnellspeichern. So, wir nehmen uns hier ganz schnell diese Leuchtrakete. Deshalb braucht man übrigens auch den freien Platz im Inventar. Benutzen diese gleich, um Brad ein Signal zu senden. Geil wäre, wenn wir jetzt noch das Feuerzeug gebraucht hätten, dann wäre ich auch durchgedreht. So, schauen wir doch mal. Oh, wir hören Hubschraubergeräusche, das sieht doch alles ganz gut aus. Brad! Komm her, rette uns! Bradley! Super, das ist doch, die Welt ist wieder in Ordnung. Der Heli landet super schön gleich auf dem Haar. Und wir können uns Zöpfe flechten und stricken und nein. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Und wieso hat er so eine rote Kralle? Und er rennt. Aber er hat höchstens sich ein wenig die Krallen poliert am Bordstein. Sie hat Auto-Aim hier übrigens, das finde ich sehr schön.
ich heile mich, Oh. Okay, das ist hier ganz schön mit Sahne. Und Zuckerguss. Das ist ja unfair. Na, das wird ja immer unfairer. Oh, das wird knapp. Das wird echt knapp. Ich mag knappe Sachen nicht. Oh, fuck. Sag mal. Yes. Come on. Das... Ja. Ja, das würde ich auch sagen, du Amazone. Vor allem der Vollidiot, der im Helikopter hockt, der kann das ragen, ne? Sind wir schneller? Ne, sind wir nicht. Das war's. Boah, das war doch jetzt mal episch. Das epische, typische Raketenwerferende von Resident Evil. Irgendwie enden alle Bosskämpfe, das habe ich auch bei Chris schon erzählt, immer damit, dass irgendwer von irgendwem Raketenwerfer hingeknallt kriegt und dann das Monster damit besiegen soll. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Und die ganze Forschungsstation fliegt in die Luft. Und die glorreichen Schauspieler von Jill und Chris. Und der Barry ist natürlich auch mit dabei. Rebecca taucht übrigens in dem Jill-Part nicht auf. Die ist dann wahrscheinlich auch tot oder so. nein. Nichtsdestotrotz, mir hat der Director's Cut wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Diese, ich sag mal, diese kleinen Änderungen haben es schon bewirkt, dass das Spiel schon wieder total neuen Reiz für mich auf jeden Fall hatte. Schon auch die ganzen kleinen Schocker, die sind wirklich sehr gut gewesen. Wir sehen jetzt spektakuläre Szenenzusammenfassungen aus den Parts mit Jill. Das hatten wir beim Chris-Part auch, dass dann ein kleines Best-of-Potpourri der schönsten Szenen. Hier seht ihr übrigens, wie wir Barry auch bei Forrest treffen können. Das ist das, was ich gesagt hatte. Wenn wir verschiedene Sachen auslösen können, in denen wir Barry halt sehen, kommt immer darauf an, was man im Inventar hat oder was man halt, wie man halt am Anfang spielt. Ich treffe ihn halt mit meinem Spielweg immer in der Eingangshalle wieder. Und dann gibt er uns immer die Säuregranaten. Also deshalb habe ich mir das auch angewöhnt, weil wir die Säuregranaten brauchen. Ist ja auch wurscht. Da wirkt das Cut sehr schön. Oder so spektakulär bin ich aber nicht vor der Kugel weggerannt. Eieieiei. So sich noch schön hinstellen und dann so auf die Kugel warten, das hat doch was. Und die Mutanten konnte man auch mit der Bazooka weghauen. Peng. Barry, unser Held. Na, da bin ich ja mal gespannt, was wir für eine Zeit haben. Und ob es hier irgendwelche erspielbaren Sachen gibt. Das ist jetzt das letzte große Geheimnis, dass wir in diesen 30-minütigen, oh Gottes Willen, 31 Minuten sind wir jetzt gleich. Boah, das ist mal ein episches Finale. Würde ich sagen. Na, vielleicht teile ich den doch in zwei 15er-Parts, ich weiß nicht. Ihr werdet es ja jetzt merken, ob ihr gerade einen 30er-Part anguckt oder zwei 15er. Beziehungsweise ein 15er. Wir sehen ein hübsches Bild. 3 Stunden 29, oh, wir sind ja im Director's Cut schneller als mit Chris im Normalen. Nicht schlecht, 3,5 Stunden. Hätten wir unter 3 Stunden geschafft, hätten wir einen Raketenwerfer gekriegt. Sofern das ja auch so ist. Wir dürfen abspeichern. Chill. Yo. Ja.
Ja, dann war's das auch. Wir kriegen gar nichts. Wir kriegen einen Tritt in den Hintern. Und damit ist es gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Projekt. Tschüss.